gehört die deutsche Übersetzung des Vortrags Cloud ABI hier auf dem 32C3. Und wir hören jetzt einen Vortrag über eine POSIX-Laufzeitumgebung, in der mit Sandboxing gearbeitet wird. Ja, danke schön. Hey, es ist schön, so einen vollen Raum hier zu sehen. Es sind, glaube ich, nur noch so ungefähr 10 freie Sitze hier. Das letzte Mal, als ich diesen Talk in Deutschland gehalten habe, das war, glaube ich, im September bei einer Konferenz in der Nähe von Bonn. Und was ein bisschen schlecht war, mein Talk lag da genau am Ende des ersten Tages. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen haben zu grillen. Und das führte dann dazu, dass ich nur ungefähr 10 oder 20 Leute in meinem Talk hatte. Und heute haben wir genau das Gegenteil. Das ist. Oh, jetzt ist mein Laptop ausgegangen. Ah ja, das ist besser. Ja, bevor ich anfange, will ich mich ein bisschen vorstellen, ganz schnell. Mein Name ist Ed Rauten. Ich bin ein Open Source Hacker aus den Niederlanden. Und ungefähr 2002 habe ich angefangen zu studieren. Und da habe ich angefangen, mich für Betriebssysteme zu interessieren. Und ich habe erst Windows benutzt, später dann Linux. Und ein oder zwei Jahre später habe ich dann auch FreeBSD und OpenBSD benutzt, eine Zeit lang. Und diese üblichen Open-Source-Betriebssysteme habe ich zumindest einmal ausprobiert. Und eine ganze Reihe von ihnen habe ich nicht wirklich gemocht. Aber das eine, wo ich dann hängen geblieben bin, das war FreeBSD. Ihr seht das vielleicht an meinem T-Shirt, aber ich benutze natürlich auch Linux. Ende letzten Jahres habe ich eine Weile in Deutschland gelebt und habe da auch gearbeitet. Aber es gab da etwas, was mich immer so ein bisschen gestört hat. Ich habe meine eigene kleine IT-Consulting-Firma gegründet, um etwas zu machen, was ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber nicht machen konnte. Okay, also das war so groß zu mir und jetzt reden wir mal über Cloud ABI, das ist ja das eigentliche Thema dieses Vortrags. Aber ich will zunächst mal erklären, was meiner Meinung nach falsch mit Unix ist. Eine ganze Reihe Leute werden sich fragen, was soll denn falsch an Unix sein? Das ist doch nur Getrolle, was du hier machst. Unix ist ein tolles Betriebssystem, was ich jetzt schon seit über einem Jahrzehnt benutze, aber es gibt zwei Sachen, die meiner Meinung nach nie richtig gelöst wurden. Und das erste ist, das System motiviert einen nicht wirklich, Software auf eine sichere Art und Weise laufen zu lassen. Und es motiviert einen auch nicht, wiederverwendbare und testbare Software zu schreiben. Also schauen wir uns mal einen ganz einfachen Use Case an. Wir haben also irgendwo einen Linux-Server und wollen darauf einen Webserver laufen lassen. Welcher genau ist eigentlich völlig egal? Irgendein Webserver. Dieser Webserver muss eigentlich nur eine Handvoll Sachen machen. Er muss, wenn man mal genau drüber nachdenkt, muss er eigentlich sehr wenige Sachen machen. Er muss also eingehende TCP-IP-Verbindungen akzeptieren, über die er HTTP-GET-Requests entgegennimmt und irgendwie verarbeitet. Er muss wahrscheinlich einige Dateien, die irgendwo auf Festplatte sind, zugreifen. Vielleicht gibt es irgendwo einen Verzeichnisbaum. Und vielleicht gibt es irgendwo noch einen Python- oder PHP-Script, was sich dann irgendwie zu einer Datenbank verbindet. Also da muss er auch drauf zugreifen können, irgendwelche Transaktionen machen. Und das Ergebnis wird dann über die TCP-IP-Verbindung zurückgesendet. Also wenn man das sich mal so anschaut und vergleicht mit all dem, was ein Unix-Programm machen könnte, dann ist das eigentlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Funktionalität, die Unix bereitstellt. Aber sobald ein Programm wie ein Webserver kompromittiert ist, dann kann ein Angreifer alles machen, was auf der Maschine möglich ist, wo der Webserver läuft. Also eine ganze Menge Sachen. Er könnte zum Beispiel das komplette Root-Verzeichnis zu einem Torball verpacken. Und das kann dann die ganze Welt lesen. Das ist vielleicht noch nicht wirklich sehr schädlich, aber das ganze Dateisystem dagegen abzusichern, ist in der Praxis ziemlich schwer. Und was vielleicht eine Firma da macht, das mag vielleicht einen Angreifer auf der anderen Seite des Internets nicht wirklich beeindrucken. Was kann ein Angreifer noch machen? Er kann zum Beispiel SetUID auf einigen der Utilities setzen. Und damit kriegt man eine ganz große Angriffsfläche in sein Betriebssystem rein. Und
Also es ist eine ganze Reihe lästiger Sachen, die ein Angreifer machen kann. Also wenn ein Angreifer in den Webserver einbricht, kann er zum Beispiel einen Service installieren, der ihm erlaubt, sich auf dem System einzuloggen. Und wenn man danach seinen Webserver updatet auf eine neuere Version, dann hat der Angreifer vielleicht vorher schon einen Cronjob installiert, der alle paar Minuten dafür sorgt, dass dieses Backdoor wieder erzeugt wird. Und im schlimmsten Fall kann der Angreifer das ganze System auch in einen Botnet-Knoten verwandeln und zum Beispiel Spam aussenden oder ähnliche Sachen machen. Das heißt, es gibt also einen riesigen Unterschied zwischen dem, was ein Programm unter Unix können sollte und was es wirklich kann. Und das ist halt einfach, wie das Unix-Sicherheitsmodell funktioniert. Und im Laufe der Zeit haben wir gesehen, dass es da verschiedene Frameworks gab, die von Leuten entwickelt wurden, um das Ganze ein bisschen besser zu machen. Und meiner Meinung nach kann man die in zwei verschiedene Kategorien einteilen. Das erste ist sozusagen, dass man einfach mehr Zugriffskontrolle hinzufügt zu dem System. Traditionelle Unix-Berechtigungen sind nicht granular genug. Man kann nicht genau genug festlegen, was genau eingeschränkt werden soll, zum Beispiel jetzt im Falle von einem Webserver. Und das muss also erweitert werden. Und unter Linux kann man sehen, dass zum Beispiel SE-Linux oder AppArmor ihnen euch erlaubt, Sicherheitspolicies festzulegen. Und die sind dann sozusagen separat von den Dateisystemberechtigungen. Und auf diese Art und Weise kann man also diese Applikationen weiter einschränken. Aber meiner Meinung nach ist das keine richtige Lösung dieses Problems, denn was dann passiert, ist sozusagen ein Softwareentwickler entwickelt eine Art Webserver und dann gibt er seinen Code zu den Leuten, die die Distributionen erstellen. Und diese Leute müssen die Security Policies schreiben und die verstehen vielleicht gar nicht genau, wie die Applikation funktioniert und was die Applikation alles benötigt. Und in manchen Fällen müssen vielleicht die Endbenutzer diese Sicherheitsrichtlinien modifizieren. Und ich denke nicht, dass das ist, wie es sein sollte. Es macht es eigentlich unnötig schwer. Und wenn wir jetzt mal zu dem Beispiel unseres Webservers zurückgehen, wenn man zum Beispiel das Root-Verzeichnis für den Webserver ändert in eurer Konfigurationsdatei, dann muss man das Gleiche auch in dieser Sicherheitsrichtlinie in AppArmor updaten. Und wenn der Benutzer das versucht und aus irgendeinem Grund funktioniert es nachher nicht mehr, weil er vergessen hat, die Sicherheitsrichtlinie zu ändern, dann sieht er im Grunde nur, dass dieser oder jener Fehler wird von AppArmor verursacht. Also was macht der Endbenutzer? Er schaltet einfach AppArmor auf seinem System ab. Und deshalb ist meiner Meinung nach, funktionieren diese Art von Systemen einfach nicht richtig. Und dann gibt es noch eine zweite Klasse von Systemen. Und ich nenne das gerne Capability-Based. Naja, Capability hat vielleicht nicht wirklich was damit zu tun, aber lassen wir uns einfach mal sagen, wir können im Grunde die Applikationen in eine Art Container reintun, so ähnlich wie wir das mit dem Capsicon und der BSD machen. Und was man dann macht, man nimmt einfach seinen Webserver, zum Beispiel Webserver, und startet den als normalen Unix-Prozess. Und das Erste, was dann passiert, ist, er passt die Konfigurationsdatei und die wiederum listet zum Beispiel die IP-Adressen auf, an denen der Webserver lauschen soll und auch das Verzeichnis, wo das Root-Verzeichnis des Webservers liegt. Und alle diese Netzwerkverbindungen und Verzeichnisse werden dann geöffnet. Und sobald dieser Teil vollständig ist, dann wird eine spezielle Routine aufgerufen, die nennt sich CAP-Enter. Und im Grunde wird damit ein Flagbit im Kernel gesetzt und der Kernel weiß dann, dass dieser Prozess jetzt alle Capabilities hat, die er braucht. Und ab diesem Moment wird jeder in Anführungszeichen gefährliche Aufruf mit der Fehlermeldung not capable beantwortet. Und was das bedeutet, ist im Grunde beispielsweise der Netzwerksockel, der Socket, der geöffnet wurde, weil er in diesem Konfigurationsdatei angegeben war. Natürlich ist es okay, auf diesem Socket zu lauschen und eingehende Verbindungen zu akzeptieren. Das heißt also, wenn eine Verbindung da reinkommt, dann ist es okay, die Verbindung anzunehmen und zu lesen und zu schreiben. Das ist alles sicher. Es ist ebenfalls sicher, Dateien innerhalb des Root-Verzeichnisses des Webservers zu öffnen. Aber was zum Beispiel nicht sicher ist, ist eine x-beliebige Datei auf der Festplatte zu öffnen. Also zum Beispiel /etc /passwd zu öffnen und da was reinzuschreiben, ist nicht erlaubt. Und jede andere Datei natürlich auch nicht. Und so funktioniert Capsicum.
Es verwandelt das System sozusagen in ein System, was ein capability-basiertes Sicherheitsmodell benutzt. Es gibt also keinen globalen Status, den ein Prozess hat, sondern ein Prozess hat quasi einen Sack voll Capabilities, die der Prozess braucht, um die Ressourcen auf dem System zuzugreifen. Und einige Applikationen in FreeBSD benutzen dieses Modell schon. Also zum Beispiel DHC-Client, TCP-Dump und einige andere. TCP-Dump ist ein sehr gutes Beispiel hierfür. Das Einzige, was dieses Programm machen muss, ist, wenn es startet, muss es eigentlich nur den Berkeley Packet Filter öffnen, um Netzwerk-Traffic mitzuschneiden. Und es muss einen Dateidescriptor offen haben, um Nachrichten auf das Terminal zu schreiben. Und nachdem es das gemacht hat, kann es Cap-Enter aufrufen. Und wenn ein Angreifer irgendwie es erreicht, zum Beispiel einen Buffer-Overflow in TCP-Dump herzustellen, dann besteht wenig bis gar kein Risiko. Und TCP-Dump, wenn man mal drüber nachdenkt, ist eigentlich voller verschiedener Parser. TCP-Dump kann hunderte verschiedene Netzwerkprotokolle parsen und kann sie handhaben und kann alle möglichen interessanten Felder innerhalb des Headers beispielsweise auswerten. Und es gibt also eine gewisse Chance, dass da ein Buffer-Overflow in TCP-Dump lauert. Und ein Angreifer könnte beispielsweise irgendwelchen zufälligen Daten über das Netzwerk schicken und darauf warten, dass ein Buffer-Overflow in TCP-Dump eintritt. Und wenn das zum Beispiel in einem Prozess passiert, der unter der Autorisierung eines Root-Users läuft, dann kann man damit Vollzugriff auf das System erlangen. Ja, also für solche Unix-Utilities ist das wirklich ein brauchbares Sicherheitsmodell. Meiner Erfahrung nach, ich habe Capsicum Ende letzten Jahres angefangen zu benutzen, habe ein bisschen mit rumgespielt und es funktioniert wirklich, es macht genau das, was es sagt. Die Implementierung auf FreeBSD ist ziemlich robust, das Design dahinter ist okay. Ich habe allerdings eine Sache festgestellt, die es ein bisschen schwierig macht, das auf einer größeren Ebene einzusetzen, alles was über die Komplexität von Ping hinausgeht. Da wird es ein bisschen schwierig, das einzusetzen. Es skaliert also nicht sehr gut. Und was ich so festgestellt habe, ist, Code mag es nicht, wenn man auf einmal etwas abschaltet, auf das der Code sich verlässt. Es gibt zum Beispiel eigentlich gibt es zwei verschiedene Crypto-Libraries. Ich sage jetzt nicht welche, aber was diese Crypto-Libraries machen, sie versuchen DevU-Random zu öffnen. Und wenn das nicht funktioniert, was macht die Library dann? Gibt es eine Fehlermeldung? Beendet sie sich? Nein, nicht wirklich, sondern sie benutzt dann einfach die aktuelle Zeit oder die User-ID oder ähnliches und benutzt das als Seed für den Random Number Generator. Zum Beispiel die Zeit ist ja sowas, die ist ja wirklich zufällig. Das ist eigentlich keine gute Sache. Wenn man also Capsicum nicht verwendet, dann ist das ziemlich sicher, weil ja DevU-Random kann man immer öffnen. Aber sobald man CapEnter benutzt und man hatte das vorher nicht auf U-Random zugegriffen, dann kann auf einmal die Library U-Random nicht mehr benutzen und gerät in einen unsicheren Status. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer etwas ärgerlicher Sachen, die ich gesehen habe. Zum Beispiel Zeitzonen. Wenn man also CapEnter benutzt, bevor man die lokale Zeit benutzt, dann kann das Programm anschließend nicht mehr ETC Local Time zugreifen. Wenn man aber es mindestens einmal macht, bevor man CapEnter aufruft, dann funktioniert das. Dasselbe gilt für Lokalisierung. Sobald man einmal in CapEnter drin ist, kann man also keine Buchstabenkonvertierung oder ähnliches mehr machen. Also es ist ein bisschen unschön an der Stelle. Und was ich also gesehen habe, wenn man eine große Unix-Applikation benutzt und macht dann einen CapEnter-Aufruf irgendwo rein, dann wird das Programm einfach in einem schwer abzufangenden Weg einfach abstürzen. Und man braucht dann Wochen oder sogar Monate, bis man das alles wieder zum Laufen kriegt. Es gibt also keine richtige Anleitung, wie man das richtig macht. Man sieht also sehr viel bei kleineren Unix-Applikationen in FreeBSD, wie ich schon erwähnt habe. Und bei Applikationen, wo man den Code selber geschrieben hat. Aber es ist nicht so, dass die meisten Unix-Applikationen das wirklich benutzen könnten. Wenn man also einfach auf seinem System PS mal eingibt, da sieht man vielleicht ein oder zwei Prozesse, die Capsicum wirklich benutzen. Und das ist so die Sache, die ich nicht so an Capsicum mag. Sie funktionieren für diese ja, künstlichen oder selbst erstellten Use Cases, aber nicht für diese ganze Software, die man so im echten Leben findet. Ein zweites Problem, was ich mit der Unix-Sicherheit habe, ist, Unix macht es
ziemlich schwer, irgendwelche Applikationen, die man aus dem Internet ausgeführt hat, auf eine sichere Art und Weise auszuführen. Wenn man also ein x-beliebiges Binary ausführt, das man aus dem Internet geladen hat, dann kann einem das ganze System zerschießen. Wenn man das in einem Container wie zum Beispiel Docker ausführt, dann wird das Ganze etwas sicherer. Die Docker-Leute achten also darauf, dass man dann nicht einfach x-beliebige Binaries ausführen kann. Das Ganze innerhalb einer VM auszuführen ist sicher, aber naja, vielleicht nicht immer. Es gibt auf dieser Konferenz, glaube ich, einen weiteren Talk, der sich damit befasst, wie man die Sicherheit von VMs aushebeln kann. Aber für die meisten Leute ist es wahrscheinlich sicher genug. Aber ich habe mich halt gefragt, warum ist es unter Unix nicht möglich, irgendwelche x-beliebige Applikationen einfach auf eine sichere Art und Weise auszuführen? Warum muss ich eine VM installieren, um das zu machen? Warum muss ich VirtualBox installieren und da noch ein virtuelles Festplattenlaufwerk anzulegen, um einfach eine Applikation sicher auszuführen? Warum gibt es keinen einfacheren Weg? Also, was ich vorhin gesagt habe, der zweite Problem ist, dass wegen Wiederverwendbarkeit und Testabilität, wenn ich diese erste Slides geschrieben habe, hatte ich ein Problem, um zu erklären, was ich damit meine, mit Wiederverwendbarkeit und Testabilität und Testbarkeit. Also, ich habe eine Analogie und statt ein Unix zu erklären, werde ich einfach über Softwareentwicklung generell und programmieren und vielleicht ein bisschen Java programmieren. Wenn du dein einfaches Software würdest, ein einfaches Webserver, würdest du sowas schreiben, was Webserver, und das ist ein Konstruktor und der Konstruktor setzt ein bisschen Member und initialisiert die Klasse und das erstellt eine TCP-Socket, die hört auf Port 80 und dann hat ein Root-Verzeichnis, wo die Dateien gespeichert werden. Das funktioniert, aber die meisten Leute würden sagen, das ist nicht so richtig ein Code, so wie man das schreiben würde. Und dass es für Code Review geben würde, hoffentlich bei der Reviewer kommen würde und euch eins auf den Schädel verpassen. Weil das ist überhaupt nicht verwendbar. Und das ist immer Port 80 und das ist immer den. Und deswegen erweitert man den Konstruktor, damit man ergibt ein paar Parameter, wie zum Beispiel den Portnummer, den Root-Verzeichnis. Das ist schon geht schon in eine gute Richtung. Aber ein Veteran-Java-Programmierer kommt und sagt: Hey, das ist immer noch nicht richtig. Du brauchst Schnittstellen, Interfaces oder mehr Abstraktionen, mehr Schichten, um das ist einfach zu testen zu machen. Die meisten Java-Programme würden das einfach, statt ein TCP-Socket zu erstellen, machst du das einfach einen abstrakten Software-Socket und genauso wie in dem File-System zu machen, brauchst du das nicht einfach so, mit einer Schnittstelle, die einfach eine Funktion anbietet, get file contained und man übergibt einen Dateiname und bekommt man den Dateiinhalt in einem Puffer. Und da kann man mit dieser Klasse testen, die komplette Klasse testen, ohne eine Socket zu bauen und ohne eine Datei zu berühren auf die Festplatte. Das macht man dann relativ einfach. Das ist, wenn wir eine Unix-Anwendung nehmen, wir sehen, dass sie gehen immer zu einem von den zwei ersten Teste. Entweder ist das alles hardcodiert oder die speichern Sachen in einem hardcodierten Ort auf die Festplatte oder einen bestimmten Ort, wo sie die Zugänge, also alle Unix-Dateien, sie wissen, dass das alles auf var run, um einen Name-Server zu bekommen. Und es gibt keine Möglichkeit, das zu überladen, dieses Verhalten. Und das wird meistens ansonsten in eine Konfigurationsdatei, die immer an der gleichen Stelle gespeichert ist. Und also die müssen da gelassen werden, statt die reinzugeben. Und wir haben kein Netzwerk-Sockets. Also man muss die Konfigurationsdatei, indem man welche IP-Adresse es hören soll und welcher Port es hören soll. Und es erlaubt nicht, das Verhalten zu ändern. Also Retransmission, also Wiederversenden und so weiter.
Das muss dann an der Webserver gemacht werden. Das ist dann in der Konfigurationsdatei, es ist ein extra Konfigurationsattribut, und wo man das spezifiziert, diese Parameter, und diese müssen dann verwendet werden, um die TCP-Socket zu erstellen. Der Webserver baut diesen ganzen Rattenschwanz an Konfigurationssachen, die eigentlich außerhalb der Server sein sollten. Das brauchst du nicht mal drin. Und ich glaube, das ist ein doppelter Standard. Wir brauchen bessere, wiederverwendbare und testbare Software haben. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel von wiederverwendbar und testbarer Software. Ich möchte nicht so viel Zeit darauf verlassen, statt ein TCP-Socket zu erstellen. Man kann davon ausgehen, dass Standard in ist ein TCP-Socket, und man kann das starten, egal wie man will. Also egal, ob es IPv4 oder IPv6, das funktioniert immer noch. Es kann jeglichen Streaming-Protokoll verwenden. Das ist egal, egal welcher Port. Man kann sogar die Socket einmal erstellen und verschiedene Webserver erstellen, die alle die gleiche Sockets nutzen. Und dann hat man gleich verschiedene, die laufen. Und man kann auch Unix-Socket verwenden, um sehr einfach zu testen oder Kaptur zu machen. Das ist für mich ein deutlich besseres Modell, als was wir Unix sehen. Und jetzt habe ich relativ lang erklärt, was ich denke, was falsch ist. Und jetzt möchte ich erklären, was Cloud ABI ist. Ich versuche das alles zu lösen. Das ist eine neue Unix-like Umgebung, Laufzeitumgebung. Denkt daran, wie POSIX, der Unix-Standard, plus andere Sachen, die von Capsicum gegeben werden, minus alles, das einen Konflikt hat mit Capsicum. Und es macht deutlich einfacher, eine Software zu schreiben, der mit Capsicum läuft. Wenn man Dev Uhandam schreibt, erstmal hochfahren und dann, wenn es nicht sauber ist, dann kompiliert es nicht. Das ist nervig, aber das ist deutlich einfacher, einen Kompilierungsproblem zu lösen, als einen Problem zu lösen, der von der Sicherheitsframework hergestellt wurde. Also, wie ich vorhin erklärt habe, diese eine Sache mit der Sicherheitsproblem, mit dem Öffnen der Uhandam. Man merkt das einfach nicht. Das ist, also, ich habe es selber so gefunden. Und wenn man diese Schnittstelle wegmacht, und dann wird es ganz klar ist, wo das Problem in der Anwendung ist. Und das macht einen deutlich besseren Software zu laufen in einem Sandbox. Und wenn die Anwendung können wir nicht mehr arbiträren DCP-Software oder irgendwelchen Dateien auf die Festplatte. Es gibt keine globale Namespace, und das macht eher sehr schwierig, irgendwas hart codieren. Die Anwendung muss testbar sein. Das ist Pflicht dann. Es sollte nicht unbedingt immer so sein, weil es gibt ganz viel Software, der schon existiert, das auch weiterhin laufen soll. Aber es ist schon eine gute Idee, wenn man für neue Software das zu forcieren. Und das ist ein Punkt, das ich am Ende der Slide machen möchte. Wenn ich diesen Talk halte, die Leute kommen und sagen, das ist schön, aber das würde nicht funktionieren für traditionelle Unix-Verwendungsfall X. Nein, das lasse ich so. Es ist einfach eine grüne Wiese. Also, okay, Cloud ABI kann machen per Default, also das einfachste Cloud ABI Software. Es kann du APC mit sich selbst, es kann auch Spreads starten, es kann mit dem Cloud. Also, es kann auch forken. Es kann mit den es kann bestimmte Daten aus dem Kernel bekommen. Also es ist kein Problem, wenn für eine kleine Software ist es kein Problem. Also es gibt eigentlich kein Sicherheitsproblem mit die Uhrzeit zu bekommen. Aber es kann keine Pfade auf die Festplatte, es kann keine Netzwerkverbindung erstellen und es kann auch keinen nicht überprüfen, was andere Prozesse machen. Und wenn man ./was auch immer
es ist nicht in der Lage, irgendwelchen Problemen zu Sicherheitslücken zu nutzen auf dem System. Okay, und dann möchte man dem Programm natürlich weitere Rechte geben, damit es weitere Funktionalitäten machen kann. Also als erstes muss man sicherstellen, dass das Programm mit den Standardberechtigungen zunächst mal gestartet wird. Das ist wichtig, denn man muss ja sicherstellen, dass man genau nur die Berechtigungen hat, die man braucht. Okay, wenn man also jetzt zum Beispiel weitere Rechte hinzufügen möchte, macht man das über File-Deskriptoren. Und das ist eine... die meisten von euch kennen wahrscheinlich das Change-Root-System, um ein anderes Root-Verzeichnis einem Programm vorzugaukeln. Und stellt euch das hier vor wie ein Change-Root auf Steroiden. Jede Berechtigung wird durch einen File-Deskriptor repräsentiert. Und Netzwerk... Um damit das Programm auf Netzwerke zugreifen kann, wird natürlich Socket benutzt. Wenn man also einen Unix-Socket hat, also es funktioniert nicht für TCP-Sockets, aber ein lokaler Unix-Socket, kann es ein File-Descriptor auf der einen Seite des Sockets einfach was reinschreiben und das sieht man dann auf der anderen Seite des Sockets wieder. Und damit kann man ein paar relativ komplexe Sachen machen. Ein Programm startet also und hat standardmäßig erstmal nicht sehr viele Rechte. Und später kann man dann zum Beispiel Nachrichten an einen Prozess schicken und das Programm kann sagen, ich muss diese E-Mail an User X schicken, bitte gib mir Berechtigung auf die Mailbox des Users X und dieses zentrale System gibt dann einen File-Descriptor zurück, über das das Programm auf die Mailbox des Users schreiben kann. Also es ist eine sehr mächtige Sache. Und es unterstützt auch die sogenannten Prozessdeskriptoren, ich habe das schon mal erwähnt. Was Capsicum gemacht hat und Cloud ABI jetzt auch, sind Prozessdeskriptoren. Es gibt einen speziellen Forecall und sobald man diesen aufruft, bekommt man einen File-Deskriptor zurück auf den Kind-Prozess. Und wenn man diesen File-Deskriptor dann schließt, dann wird der Kind-Prozess automatisch terminiert. Das heißt, es gibt also keine Möglichkeit, dass man da irgendwelche Ressourcen allokiert lässt. Und es ist auch sehr wichtig zu erwähnen, ich habe das auf einer letzten Konferenzen hat einer einen Kommentar gemacht, was ist denn, wenn man Prozessdeskriptoren von Sockets parsen könnte. Man könnte also zum Beispiel einen Prozessdeskriptor erlauben, an den Child-Prozess weitergereicht zu werden und das könnte dann unendlich tief passieren und Prozessdeskriptoren sind für Unix-Sockets also nicht unterstützt. Das ist eine Einschränkung, die wir da machen. Die File-Deskriptoren haben auch diese üblichen Permission-Bitmasks, über die man also die Berechtigung einstellen kann. Man könnte also zum Beispiel einen File-Deskriptor für einen geteilten Speicherbereich einrichten und wenn man dann den File-Deskriptor dupliziert, kann man auf dem zweiten Deskriptor das Schreibebit abschalten und das dann an einen weiteren Prozess geben und dieser Prozess könnte nur von dem geteilten Speicher lesen, aber nicht da rein schreiben. Das sind also solche Sachen, die man über diese Bitmasks machen kann. Um einen Webserver jetzt sicher zu machen, es ist eigentlich ein straightforward Prozess. Man ersetzt einfach den Socket durch einen File Descriptor. Also wenn man zum Beispiel AF-INET-6, einen TCP-Socket für die eingehenden HTTP-Anfragen benutzt, kann man einen Read-Only-File Descriptor benutzen, auch für das Directory, in dem die Verzeichnisse für den Webserver gespeichert sind. Und ein Angreifer kann demnach also nie die Dateien, die dort gespeichert sind, modifizieren. Und man kann dem Webserver genauso gut auch einen Append-Only-Deskriptor geben für das Logfile. Das heißt, das Einzige, was ein Angreifer machen kann, im schlimmsten Fall, ist, er kann euer Logfile mit irgendwelchem Müll zuschreiben. Er kann keine vorhergehenden Einträge überschreiben. Er kann nur Sachen hinten dran fügen. Als ich angefangen habe, damit ein bisschen zu spielen, habe ich gemerkt, dass Unix sehr, sehr klein wird, wenn man diese ganzen Legacy-Code wegnimmt. Und man wird auch ein bisschen inkompatibel mit dem alten Security-Modell. Cloud ABI hat im Endeffekt nur 58 Systemaufrufe, das ist also wirklich sehr winzig. Insbesondere, wenn man das zum Beispiel mit Linux vergleicht. Ich glaube, Linux hat 300 und FreeBSD hat ungefähr 400. Das heißt, es ist auch nicht so übermäßig schwer zu implementieren. Das heißt, es ist auch sehr einfach, Unterstützung für Cloud ABI an existierende Betriebssysteme hinzuzufügen. Ich habe also angefangen mit Cloud ABI für FreeBSD und ich glaube, alles, was ich gebraucht habe, waren ungefähr ein halbes Dutzend Zeilen Quellcode und damit ich es auf anderen Systemen ausführen konnte. Mein Ziel ist jetzt momentan, das auf Linux zu bringen. Linux braucht ein bisschen mehr Arbeit an der Stelle, denn man muss zum Beispiel mit diesem Multi-Binary-Interface auch zurechtkommen. Der Linux-Kernel unterstützt das nicht wirklich. Ich musste da so ein paar Sachen hinzufügen.
Ich habe aber nur wirklich ein paar Zeilen nativen Code zu dem Betriebssystemkern selber hinzugefügt. Und danach kann man Binaries also ausführen, ohne sie neu zu kompilieren. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, insbesondere im Bereich des Cloud Computing. Zum Beispiel, wenn man einfach nur ein Host-Provider ist, dann laden die Leute einfach Binaries hoch. Und es ist also wirklich ein Killer-Feature, diese einfach ausführen zu können. Okay, kommen wir jetzt dazu, wie man Software für Cloud ABI entwickeln kann. Als erstes, Cross-Compilen ist eine ziemlich schwierige Sache. Typischerweise ist es nicht möglich, out of the box einfach Software für Cloud ABI zu compilen. Es wäre natürlich schön, wenn das alles ginge, aber ich werde in den nächsten paar Slides erklären, warum das ein bisschen schwierig ist. Das Problem ist, dass die ganze Toolchain, um Cloud ABI Software zu compilen, hängt von verschiedenen Komponenten ab. Zum Beispiel ein Compiler, ein Assembler, ein Linker. Es gibt eine Standard C und C++ Bibliothek, mathematische Bibliotheken und so weiter und so weiter. Es ist also eine riesengroße Liste und man hat also wirklich nur das absolute Minimum davon, um Cloud ABI Software zu bauen. Das Ganze noch aufzusetzen braucht auch eine ganze Ecke Zeit und man muss natürlich auch sehr viele Patches schreiben für alle Zusatzsoftware, die man noch benutzen will. Viele APIs wissen mit Cloud ABI nichts anzufangen, die muss man deshalb rausnehmen und das führt dazu, dass der Bildprozess nicht mehr funktioniert. Viele der APIs, die man sonst benutzt, sind entweder veraltet oder machen im Zusammenhang mit Cloud ABI nicht mehr übermäßig viel Sinn. Und was auch ein bisschen ärgerlich ist, ist, Teile der Infrastruktur, wie zum Beispiel AutoConf, unterstützten anfangs noch kein Cloud ABI, mittlerweile tun sie es. Aber Versionen vor März 2015, wenn man da versucht, was für Cloud ABI zu compilen, dann hat man auf die Meldung bekommen, dieses Operating System kenne ich nicht. Und deshalb habe ich angefangen, an einer Cloud ABI Ports Collection zu arbeiten. Das ist im Grunde nur eine Sammlung von Build Scripts, die es euch ermöglichen, jede Menge Open Source Bibliotheken zu bauen. Dazu gehört unter anderem Boost, was für C++ Programmierer sehr interessant ist. Einige andere Bibliotheken für HTTP-Zugriff, Thiele beispielsweise, für Desktop-Applikationen. Es gibt verschiedene Krypto-Bibliotheken, LibreSSL und ich habe auch mit Skriptsprachen wie zum Beispiel Lua angefangen. Mittlerweile arbeite ich an Python. Das ist natürlich sehr viel interessanter als Lua für viele. Das Interessante ist, man baut diese Pakete einmal. Ich baue die auf meiner Linux-Workstation und auf meinem FreeBSD-Server. Und daraus macht man dann einfach eine Handvoll native Pakete für verschiedene Betriebssysteme. Man bekommt also zum Beispiel Debian-Packages daraus. Das heißt, als Endbenutzer ist das Einzige, was man machen muss, man muss einfach zu meiner Webseite gehen. Ich habe am Ende von meinem Talk einen Link zu dieser Webseite. Und da gibt es dann einfach ein paar Anleitungen, wie man zu seiner Sources.list zum Beispiel einfach ein Repository hinzufügen kann. Und dann benutzt man einfach apt-get und holt sich diese Packages. Und die sind identisch quer über alle Betriebssysteme. Das ist also Byte für Byte der identische Code. Und das bedeutet, dass man eine sehr konsistente Entwicklungsumgebung dafür bekommt. Es ist völlig egal, ob man eine Applikation unter Linux oder BSD compilt, theoretisch. In der Praxis gibt es auch noch der ein oder andere Probleme. Die Checksum der Binärpakete sollten aber identisch sein. Das ist eine wirklich schöne Sache. Ich werde da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, warum die Binärpakete noch nicht absolut identisch sind, aber ich bin in der Lage, das zu erklären, wenn einer daran Interesse hat. Der Punkt ist, dass ich benutze keine der nativen Build-Tools. Alles das wird auf meinen Linux- und BSD-Maschinen compiled. Und das Ziel hier ist natürlich, dass letztendlich euer Betriebssystem natürlich die native Toolchain bereitstellen muss. Also wenn ihr ein Package-Maintainer seid, dann würde ich gerne mit euch reden, denn es wäre toll, wenn ich Cloud ABI für mehr Betriebssysteme anbieten könnte. Okay, hier eine richtig ganz kurze Erklärung, wie man diese Cross-Compiler-Toolchain auf FreeBSD installiert. Die Schritte unter FreeBSD sind ein bisschen einfacher als unter Linux und ich wollte, dass diese Folie schön einfach aussieht. Auf FreeBSD ist es so, als erstes lässt man PKG Install Cloud ABI Toolchain aus und damit bekommt man dann die neuesten Versionen der Binutils und diese Pakete werden von FreeBSD selbst bereitbestellt. Wenn man das gemacht hat, hat man den Compiler, aber man kann leider noch nichts compilen, weil noch keine Cloud ABI-Bibliothek auf dem System existiert. Das heißt, wir brauchen noch einige weitere Sachen. Man kann zum Beispiel hier einfach, wie man hier auf der Folie sieht, Package Update laufen lassen und dann diesen etwas länglichen Package Install Befehl. Was man hier sieht, ist der Name der Architektur.
Also x86-64 Cloud ABI und das Paket selber ist dann CXX Runtime. Und wenn man das macht, bekommt man eine C- und C++-Bibliothek und das ist ausreichend, um die meisten C- und C++-Programme zu compilen. Und sobald das gemacht hat, kann man einfach den Cross-Compiler aufrufen, um jedes x-beliebige Stück Software inklusive Hello World für Cloud ABI zu compilen. Und jetzt, wo ich erklärt habe, wie man Cloud ABI Software entwickeln kann, werde ich erklären, wie man Cloud ABI Software startet. Es ist etwas interessanter, als man meint. Es gehört ein bisschen was dazu. Wenn wir uns mal eine sehr einfache Unix-Applikation anschauen, zum Beispiel LS. Viele Leute benutzen die Applikation LS, also brauche ich nicht wirklich erklären, was diese Applikation tut. Auf jeden Fall, was wir jetzt einfach machen, ist, anstatt dass wir einfach open von dem Verzeichnis Punkt aufrufen oder was auch immer, das können wir hier nicht machen, denn die Applikation hat kein Arbeitsverzeichnis. In Cloud ABI gibt es dieses Konzept nicht. Deshalb rufen wir fd-open-dir auf und da kann man eben einen File-Descriptor eben bekommen. Und auf diesem File-Descriptor rufen wir dann fd-open auf, um alle Dateideskriptoren zu kriegen, die da drin sind. Wie ihr auch seht, gibt es kein scd-out in dieser Laufzeitumgebung. Wir müssen einfach annehmen, dass stdout mit einem File-Descriptor, den wir haben, übereinstimmt. Und wie rufen wir das jetzt auf? Es ist etwas nicht so richtig traditionell. Wir compilen es, lassen es durch unseren Cross-Compiler laufen, dann laden wir ein Kernel-Modul, was auf FreeBSD benötigt wird. Das Schöne ist, in FreeBSD 11 ist das defaultmäßig schon integriert. Das heißt, wenn man einfach den letzten Development-Snapshot von FreeBSD sich runterlädt, dann funktioniert diese Cloud-ABI-Geschichte out of the box. Man muss also nichts weiter installieren, keine Packages weiter installieren, funktioniert einfach. Das ist eine tolle Sache. Wenn man dann das Binary hat, ruft man einfach auf .ls, aber wir müssen dem natürlich noch einen File-Descriptor mitgeben, nämlich das Directory, auf dem wir ls aufrufen wollen. Das heißt, wir rufen jetzt einfach auf .ls, Pfeil nach links, /etc. Und das funktioniert, damit bekommt man ein Listing aller Dateien in etc. Also das ist so ähnlich wie eine Hello-World-Applikation, mehr oder weniger. Und obwohl das funktioniert, ist das nicht wirklich so die Art und Weise, wie man Prozesse startet. Und das kann ein bisschen komplex werden. Wenn man einen Webserver mit 20 verschiedenen File-Deskriptoren starten will, dann ist das keine schöne Sache. Die Shell ist eigentlich nicht dafür gedacht, sowas zu machen. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, es gibt keinen vernünftigen, portierbaren Weg, um zum Beispiel Netzwerksockets auf diese Art und Weise durch die Shell anzulegen. Und woher weiß man woher weiß man, in welcher Reihenfolge die File-Deskriptoren vorliegen? Woher weiß mich, dass das File-Deskriptor Nummer 14 mein Socket-Deskriptor ist? Vielleicht ist das was ganz anderes. Also das wird sehr komplex. Also bitte benutzt das nicht auf diese Art und Weise. Das wird wirklich unübersichtlich. Und man verliert auch dieses existierende Paradigma, wo man für eine komplette Applikation nur noch eine einzige Konfigurationsdatei braucht. Bisher war es immer so, man kann in etc. irgendwas was ändern, startet die Applikation neu und es funktioniert. Wenn man es einfach aus einer Shell ausführt, dann braucht man ein separates Konfigurationsdatei mit Attributen, aber dann muss man den Webserver mit all diesen verschiedenen File-Deskriptoren starten. Also man hat also zwei verschiedene Arten und Weisen, die Applikation zu konfigurieren und das ist die Attribute auf der einen Seite und die File-Deskriptoren auf der anderen Seite. Und ich wollte diesen Prozess ein bisschen einfacher machen und sicherer machen und auch ein bisschen vernünftiger machen. Und da kam ich auf ein Launcher-Tool, das nennt sich Cloud ABI-Run. Das sind eigentlich nur 100 oder 200 Zeilen C-Code, ist also relativ klein. Und was dieses Tool macht, ist, ersetzt die traditionellen Command-Line-Argumente, also was einfach nur Strings sind, durch eine baumartige Struktur, die semantisch so ähnlich wie YAML aussieht. Und ich werde in den nächsten paar Slides erklären, wie das aussieht, und dann werde ich erklären, wie das funktioniert. Also, wenn wir annehmen, dass wir einen traditionellen Unix-Prozess haben, also keinen Cloud-ABI-Prozess, dann haben wir ungefähr so eine Konfigurationsdatei. Also, wir haben zum Beispiel ein Schema, was ungefähr so aussieht. Wir haben einen Hostnamen, wir haben dann irgendwie eine Log-File, wir haben einen Thread-Pool und wir geben eine Anzahl von Connections vor, wir geben eine IP-Adresse vor, auf der der Webserver lauschen soll und so weiter. Mit Cloud-ABI-Run würde dann diese Datei mit Annotations versehen. Das heißt, anstatt dass man einfach diese Pfadnamen direkt angibt, wie in diesem Beispiel hier, oder die IP-Adressen direkt angibt, benutzen wir einen speziellen Tag. Ich habe eine Anzahl von Pipes hier erzeugt
Und man kann damit angeben, welche Strings Pfadnamen sind und welche Strings IP-Adressen sind, mit denen sich das Programm verbinden soll. Und das Programm parst dann diese Datei, scannt diese Einträge in der Datei, sieht die Socket-on-File-Tags und ersetzt die durch den File-Descriptor, in diesem Fall die Verzeichnisse und die Netzwerksockets. Und am Ende bekommen wir dann etwas raus, was ungefähr so aussieht, so wie so eine Art Präprozessor. Und das ist das, was die Applikation dann bekommt. Und wenn ihr also ein Programm schreibt, gibt es also anstatt der Main-Methode jetzt eine Methode, die heißt Program-Main. Und da gibt es also einen ArcData-Header. Und man muss also durch diese Datenstruktur durchlaufen und muss die Informationen, die man benötigt, sich daraus extrahieren und bekommt dann zum Beispiel über diese GetString und GetInt und GetBoolean die ganzen Einträge raus und kann da auf diese Art auch Maps und andere Sachen rauskriegen. Also alles, was in dieser YAML-Datei spezifiziert ist. Und das ist eigentlich in meiner Meinung nach ein relativ netter Kompromiss, denn es ist nicht wirklich schwieriger, als es jetzt ist. Man hat immer noch eine einzige Konfigurationsdatei, wo man die Attribute festlegt, aber auch die Ressourcenabhängigkeiten festlegt. Und außerdem macht es auf diese Art und Weise unmöglich, die Reihenfolge falsch hinzuschreiben. Und außerdem stellt es auch sicher, dass die Dateideskriptoren, die in dieser Datei nicht spezifiziert sind, dass die auch am Ende geschlossen sind. Und für Softwareentwickler heißt das, dass man nicht mehr einen Konfigurationsdateiparser schreiben muss, sondern man kann einfach durch diese Struktur durchgehen, um die Konfigurationsparameter sich zu holen. Und man braucht auch keinen Code mehr zu schreiben, um die Ressourcen beim Programmstart selbst zu akquirieren. Und das ist eine schöne Sache. Das heißt, sobald das Programm losläuft, kann man sofort anfangen zu arbeiten, anstatt Hunderte oder Tausende von Zeilen zu haben, um die Konfigurationsdatei zu parsen und die Ressourcen zu allokieren. So, wir gehen mal schnell in die letzten Minuten. Ich will euch mal ein paar Anwendungsfälle zu erklären. Ich glaube, ihr könnt auch weitere Use Cases finden. Bei einem von meinen vorherigen Job habe ich auf einem Gerät für Netzwerksicherheit und wir hatten so einen Spam-Filter. Ich kenne nicht mal den Namen der Firma, immer nicht mehr, aber das war ein Unix-Prozess, der auf diesem Gerät diesen binären Blob und es war als API, als Cloud API. E-Mail wurden auf ein Pipe geschickt und dann die Anwendung schickt zurück einen wahr oder falsch, ob es Spam ist oder nicht. Das ist, wenn es einen Buffer Overflow in diesem Spam-Filter gibt, E-Mail, dann es gibt überhaupt keinen Einfluss. Also es kann nicht mehr extra CPU nutzen, aber es kann nicht mehr so viel. Und vielleicht einen falschen, kein Spam, obwohl es welche war. Aber es ist besser als Root werden auf dem Hardware. Das gleiche für Netzwerkgeräte. Also es gibt Möglichkeiten, Packet Filtering im User Space, zum Beispiel NetMap, wo man Netzwerkpakete im User Space bekommt und die Firewall-Logik im User Space implementiert wird. Also es kann auch als Cloud API implementiert werden, um das noch sicherer zu machen. Hohes Niveau Cluster Management. Also die Abhängigkeiten sind bekannt. Oh, die Ressourcen, statt die Ressourcen aus dem Programm zu bekommen, sie werden von außen gebracht. Und deswegen für ein Cluster ist es auch ziemlich nett. Man hat ein paar Web-Frontend-Anwendungen, ein paar Backends, ein paar Batch-Jobs. Und diese haben alle Abhängigkeiten, die in einem Graph dargestellt werden können. Und mit diesem Graph kann man die richtige Reihenfolge starten. Und die Backend wird in Japan gestartet und in Deutschland wird ein Frontend. Man kann die Lokalität, wenn man das alles von vornherein weiß. Also es macht auch die Migration von Prozessen ein bisschen einfacher, weil man weiß ganz genau, worauf der Prozess sich verlässt. Und das ist wirklich sehr weit in der Zukunft, ob es überhaupt passieren wird oder nicht, aber ich mag diesen Traum haben. Also es gibt diesen, es gibt Amazon EC2, das ist ein Dienst, und das finde ich sehr
Schön. Man kann arbiträren Unix-Programme in der Cloud starten. Egal in welchem Programmiersprache sie gespeichert sind. Man kann VMM herstellen und man kann dann, wir können da wirklich irgendwelchen Sachen starten. Es gibt auch Google App Engine. Das muss entweder Java, Python oder Go. Und die starten das für dich. Und das wird dann hochskalierbar. Also die skalieren das. Wenn das System runtergeht, dann wird es woanders gestartet. Also das ist, ja, managed. Und Cloud API könnte verwendet werden, um beide zusammenzuführen. Also ein Managed-System, wo man nicht wirklich um einen Linux- oder Windows-System sich kümmert, aber trotzdem man in der Lage ist, in jeglichen Programmiersprache zu entwickeln, wie man das man möchte. So, das ist alles, was ich zu sagen habe für heute. Und wir haben überhaupt keine Zeit mehr, glaube ich. Ich habe noch ein paar Links, die da sind. Der erste Link ist ein Link zu meiner Consulting Company. Es gibt auch Dokumentation, wie man das nutzt. Es ist alles Open Source. Da unten habt ihr der Link zu meinem GitHub-Page, so die von meinem Firma. Oben ist der C-Library und unten ist ein Package-Sammlung. Und wenn ihr irgendwas seht, was ihr mögt, dann ja. Ihr könnt auch mir sehr gerne Pull-Requests schicken. Ansonsten gibt es einen IRC-Channel auf FNET. Wenn ihr lurken mögt, bitteschön. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you very much, Ed. If you have questions, please line up behind the four microphones we have here. Are there questions? Gibt es Fragen von IRC? Keine Fragen vom IRC. Also, Mikrofon vorne links. Vielen Dank fürs Talk. Ein der Probleme, das du da dargestellt hast, ist, dass viele Primitiven, das wir nutzen in C-Libraries, dass du abhängig bist auf einem globalen Systemstatus, wie zum Beispiel Local Time oder irgendwelchen .conf. Also kannst du bitte wiederholen. Wie löst du das Problem von der Abhängigkeit von der globalen Status des Systems in C? Also zum Beispiel der lokalen Zeit. Ja, ist eine sehr gute Frage. Also als allererstes mal, mir ist schon klar, dass Systeme immer einen globalen Zustand haben und wenn man versucht, das zu eliminieren, das wäre viel zu optimistisch. Aber wenn man mal ganz unten anfängt, wenn man so die sich anguckt, welche primitiven Strukturen von dem Betriebssystem bereitgestellt werden, da sollte kein globaler Status existieren. Und wenn man also eine Umgebung hat, in der es einen globalen Zustand gibt, also beispielsweise, wenn es eine Workstation gibt, die eine Login-Session hat und die hat eine Menüzeile und so weiter, dann kann man das eigentlich in den User-Space verschieben, anstatt das über die Kernbibliotheken des Betriebssystems bereitzustellen. Und leider sind Applikationen von einem globalen Zustand abhängig und ich sage nicht, dass wir es eliminieren können, aber es sollte einfach nicht Teil der Kernbibliotheken sein. So, wenn du entwickelst mit Cloud API Anwendung, wie kriegst du den Local Zeit? Musst du der Local Time reingeben als File-Deskriptor? Ja, zum Beispiel in dem Fall, dass die Konfigurationsdatei für die Applikation zum Beispiel ein Eintrag Zeitzone ist gleich Amsterdam oder was immer hat, dann kannst du innerhalb der Applikation dann diese Zeitzone benutzen, anstatt irgendeine globale Zeitzone aus ETC benutzen. Mikrofon von vorne, von rechts. Hi, kannst du mich hören? Ja. Du hast gesagt, du startest mit auf eine grüne Wiese. Das war nur ein Teil. Also Cherry OS ist ein Cambridge Universitätsbetriebssystem, wo man bestimmten also es hat auch Kapazität und einen Custom OS und eine Custom Sprache. Und jedes Mal, dass ein Objekt instanziert wird, wird es nicht mit Daten, sondern auch mit einem Autorität verbunden, um auf Ressourcen zu agieren. Und das
es ergibt also eine deutlich kleinere Angriffsfläche. So. Das ist, also das hier ist circa die Hälfte, der halbe Weg dort. Also ein bisschen Kapabilität, aber nicht die komplette Sache. Ja, das ist genial, dass du das ansprichst. Ich kenne die Leute, die daran arbeiten, ziemlich gut. Ich plaudere alle paar Wochen mit denen und chatte mit denen. Ja, was diese Leute machen, ist, sie bauen einen Prozessor, der solche Capability-Register hat. Also anstatt, dass das auf der Betriebssystemebene passiert, wo es Dateideskriptoren und Ähnliches gibt, kann man sagen, ich habe hier ein kleines Stück Speicher, zum Beispiel einen Buffer, in den die Applikation reinschreiben kann. Und wenn wir jetzt aber das Schreibbit wegnehmen und das an einen anderen Thread geben, und das es wäre toll, wenn Cherry und Cloud ABI ein Kind zusammen hätten. Das wäre das Tollste, was passieren könnte. Und das ist eine coole Sache, denn vielleicht kennst du Brooks Davis, der ist auch ein FreeBSD-Entwickler. Ich arbeite auf Tahoe Labs, das ist ein kryptografisches Kapabilitätssystem und wir haben ein unterschiedliches Sicherheitssystem. Okay, und du sagst also, dass Cloud ABI damit Kinder machen sollte. Ja, möglicherweise. Also wir müssen danach sprechen. Ich wollte noch mal kurz das erwähnen, aus meiner Perspektive. Ja, es ist toll, dass du das ansprichst. Also ich meine, schaut euch an, Cherry wird auch von der University of Cambridge entwickelt. Tolles Projekt, cool. Also nächste Frage. Zuerst vorne links, dann hinten links. So. Die Frage wegen Zeit. Also eher eine Bemerkung. Ich kenne nicht dein System, aber die Möglichkeit, die Möglichkeit zu geben, die Zeit zu lesen, kann eine Gefahr sein, weil Uhren sind einigermaßen unique und damit kann man die Maschine erkennen. Ja, das ist auch eine ziemlich gute Anmerkung. Berühmte letzte Worte. Selbst Cloud ABI ist nicht perfekt. Also zum Beispiel die Tatsache, dass man auf die Uhr zugreifen kann an der Stelle. Das Ding ist, POSIX hat bereits ein schönes standardisiertes Interface, um zum Beispiel mit Verzeichnissen und File-Deskriptoren umzugehen. Und Sachen, die ich habe das nicht in den Slides erwähnt, aber Teile, die ich benutze, sind von 2008 in der POSIX-Standard und naja, ich muss immer darüber überlegen, wie kann ich Leute dazu bringen, das zu nutzen. Und die Clock-API ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo ich sagen kann, ich will eine falsche Uhrzeit der Applikation mitgeben. Wir haben jetzt zum Beispiel 2015, aber ich könnte zum Beispiel der Applikation sagen, es ist ein ganz anderes Datum. Damit können die auch zum Beispiel gut Tests machen oder Compliance-Bugs finden. Es gibt halt keine API dafür. Und ich wollte halt, dass es sehr viel einfacher wird für die Leute, Cloud ABI zu nutzen und ihnen nicht so viel Kopfschmerzen bereitet. Und leider gibt es halt keine Möglichkeit, da irgendwelche x-beliebigen Zufallsgeneratoren oder Uhrzeiten rein zu initiieren. Hinteren Mikrofon bitte, links. Okay. Wie funktioniert dieses kapabilitätsbasierte System mit RPC, insbesondere wenn es keine Eltern-Kind-Beziehung gibt? Kannst du bitte wiederholen? Also wie funktioniert die Kapabilitätsmodell, spielt mit Prozesskommunikation, insbesondere wenn es kein Geld und kein Kind gibt? Ja, jetzt müsste ich eigentlich eine ganze Liste rausholen mit den ganzen Anforderungen oder Spezifikationen, was ein Capability-basiertes Sicherheitsmodell überhaupt ist. Es gibt einen Weg. Wenn meine Interpretation eines Capability-basierten Sicherheitssystems korrekt ist, dann hat sozusagen jedes Programm einen ganzen Sack von Tokens und diese Tokens repräsentieren die Capabilities, zum Beispiel File-Deskriptoren. Und jeder Prozess kann mit diesen File-Deskriptoren eine Reihe von Sachen machen. Es kann zum Beispiel sie einfach wegwerfen. Ja, es
kann sie aber auch an andere Prozesse weitergeben. Und es mag vielleicht auch noch andere Anforderungen geben und Eigenschaften. Aber ist das eben kein capability-basiertes System? Was fehlt dir daran? Also es gibt jetzt Möglichkeiten, die Sicherheit von einem Interprozess. Ja, ich glaube, du beziehst dich auf die Tatsache, dass es da noch diese Sache gibt. Es könnte möglich sein, Tokens von anderen Prozessen zu klauen. Und kann ich also irgendwie sagen, ich möchte dieses Programm daran hindern, etwas X zuzugreifen. Man startet also einen Prozess und man gibt ihm diese Tokens, aber es gibt keine Möglichkeit, es ihm später wieder wegzunehmen. Das fehlt so ein bisschen in dieser Umgebung. Aber wenn man den Prozess gleich mit der richtigen Menge an Berechtigungen startet, dann ist man, denke ich, auf der sicheren Seite. So, wir haben eine Frage vom Erk Signalengel. Wie ist es unterschiedlich von Docker, der auch eigentlich Change Root mit und Steroids? You hear me? Okay. Yeah. Wie ist dieses Berechtigungsmanagement unterschiedlich von Docker, der auch chroot auf Steroid? Ja, ich muss gestehen, es gibt sehr viele verschiedene Betriebssysteme da draußen, die alle auf eine verschiedene Art und Weise diese Capability-basierte Sicherheitssysteme machen. Ich glaube, was Cloud ABI einzigartig macht, ist zum einen, es basiert auf der POSIX-API, für die es bereits einen Haufen existierender Software gibt. Und wenn man es vergleichen mit Capsicum, es hat den Vorteil, dass man sich nicht leicht in den Fuß schießen kann. Es mag andere Systeme geben, wo sich die Funktionalität zum größten Teil überlappt, aber diese ganze POSIX-Geschichten zum Laufen zu bringen, das ist eigentlich dieser Nischenmarkt in diesem Fall. Frage von vorne rechts, links. Also die meisten Sachen, die man mit Namespace machen würde, mit User-Namespaces, Netzwerk-Namespace oder Mount-Bind, wie Docker das tut. Also Docker nutzt nur Username, die demnächst kommen, seit Jahren. Also es ist ein Kernel-Hack, um User-Namespaces in der Kernel einzuführen, ist 150 Stücke zu berühren und jemand entwickelt. Aber ein Entwickler arbeitet dran, aber das ist noch nicht fertig. Aber wenn ich eine kritische Anwendung habe, möchte ich das mit einem anderen User und möchte seine Rechte wegnehmen. Und das ist relativ ähnlich zu diesen Docker-artigen Container-Bauen-Dings. Und es gibt dann ganz viele Sachen, die ich nicht anpassen muss. Also gib mir einen Java-Binär, der seine File-Deskriptoren nicht kennt. Ja, ich glaube, das ist so wie, ja, da gibt es so eine Trennung, wenn man so will. Die Leute stehen auf zwei verschiedenen Seiten. Zum einen gibt es den Fokus darauf, dass man auf diese Capability-basierten Systeme umsteigt, aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Bewegung in Richtung Virtualisierung von Namespaces. Und da ist zum Beispiel auch FreeBSD Jails mit integriert und Docker auch. Mein Problem damit, mit dem ganzen Namespace-Konzept in Linux und den ganzen anderen Systemen, ist, es nimmt ein Stück Transparenz weg. User-IDs, User-Credential-Namespacing, das kann ziemlich nervig werden, wenn man zum Beispiel PS ausführt auf einem System und man sieht die Prozesse des einen Users und dann lässt man PS in dem einen Container laufen und auf einmal kommt da eine andere Anzahl raus. Also es nimmt einem so ein bisschen die Transparenz weg. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Bitname-Virtualization. Das braucht man eigentlich nicht. Zum Beispiel, wenn man PIT75 in einer Umgebung ist, vielleicht eine ganz andere PIT in einer anderen Umgebung. Und das ist so einer der Gründe, warum dieses System versucht, es
auf eine Weise zu lösen, dass wir Sachen wegnehmen, anstatt einfach weitere Sachen hinzuzufügen, um das Ganze ein bisschen sicherer zu machen. Es gibt so diese starke Meinung aus irgendeinem Grund, dass es keinen Weg gibt, warum wir niemals eine einzige Applikation auch nur im User Space verändern könnten. Und ich glaube, die Zeiten ändern sich. Unix ist mittlerweile schon 40 oder sogar 45 Jahre alt. Warum kann es sich nicht mehr verändern? Das ist das, wo ich mit experimentiere. Aber es ist eine. Aber ich hoffe, dass du das. Ich glaube, du wirst das ändern. Und wenn du das Ganze im System D reinpackst, dann brauchst du nur dein System D sauber konfigurieren. Und dann. Viele Leute mögen System D nicht. Ja. Ja, es ist eine andere Lösung, dieses Problem zu lösen, indem man halt noch mehr Sachen dem Kernel hinzufügt und mehr und mehr und mehr Virtualisierung und Namespaces und Features in den Kernel hinzufügt, um dieses Problem zu umgehen. Oder aber, indem wir einfach sagen, wir nehmen Sachen aus dem User Space weg. Das sind halt diese zwei verschiedenen, Ansätze. Und wir haben eine weitere Frage. Was bedeutet für Scripting-Sprachen im Shell? Wenn ich ein schnelles Shell-Skript zusammen mache, muss ich irgendwie rumfummeln mit der Kapabilitäten oder muss ich als Root und dann kann ich alles und verliere die Vorteile? Die Unix-Shell ist etwas, was wirklich orthogonal zu dem, was ich entwickle, steht. Es würde mich überraschen, wenn wir jemals zu dem Punkt kommen, wo man zum Beispiel eine Bourne-Shell hat und das würde mit Cloud-ABI-Programmen gut funktionieren. Für Skriptsprachen, glaube ich, ist es ein bisschen anders. Ich meine, ich arbeite gerade daran, Python kompatibel zu machen und dann kann man einfach die ganzen Standard-Python-Skripts damit laufen lassen, solange die nicht einfach versuchen, beliebige Dateien von Platte zu öffnen. Und Python hat schon sehr schöne Interfaces in der neuesten Version mit solchen Sachen umzugehen und es wird eine Reihe Sachen kaputt machen und das ist auch der Grund, warum ich sage, dass wir eine Symbiose haben müssen. Es sind wirklich zwei getrennte Umgebungen und wir werden sehen, wo die Reise hingeht. So, vielen herzlichen Dank. Ed Colton. Ja, ihr habt die Übersetzung des Vortrags Cloud ABI.